Trucker Babe Jessie hält die Zügel ihres Lebens fest in der Hand. Die 31-Jährige führt neben ihrem Job auf dem Bock eine Pferdepension im thüringischen Moicha. Den LKW-Führerschein hat die gelernte Rettungsassistentin eigentlich gemacht, um zu Reitturnieren zu fahren. Jetzt hat sie zwei Berufe mit Pferdestärken. Seitdem ich Kind bin, bin ich halt geritten, habe früher auch mal Reitunterricht gemacht und bin auf verschiedene Pferdehöfe gefahren, Reiterferien und sowas. Ne? Dann entwickelt man halt schon einen gewissen Bezug zu den Tieren. Ja? Und als ich dann 18 war, da habe ich mir dann mein erstes eigenes Pferd gekauft. Und da habe ich das dann halt so für mich entdeckt, dass halt dieses Versorgen der Pferde, dieses Kümmern um die Pferde und dass das halt genauso mein Ding ist. Ne? Und dann habe ich halt gedacht, okay, dann bringen wir das halt in den Job mit rein. Ne? Und deswegen habe ich halt damals entschieden, eine Pferdepension zu machen. Pferde und Truck bekommt die Frohnatur gut unter einen Hut. Alles eine Frage der Organisation. Ich muss halt relativ zeitig aufstehen, damit ich im Prinzip alles schaffe am Tag. Also mein Tag beginnt halt zwischen 5 und 6, ne? Wo ich halt vormittag die Pferde versorge, wo ich dann halt meine Arbeit mache, wo ich sie auf die Koppel bringe, wo ich sie füttere, wo ich die Ställe ausmiste und danach geht's halt zum LKW fahren. Und glücklicherweise geben es halt meine Arbeitszeiten auch her, dass sich das halt so miteinander vereinbaren lässt. Ne? 2017 hat Jessie den LKW-Führerschein gemacht. Neben Pferden transportiert sie hauptsächlich Lebensmittel im Nahverkehr. Es ist ein stressiges Leben, aber ich habe mir das so rausgesucht und es ist für mich positiver Stress. Also es ist nicht so, dass ich mich dazu zwingen muss, im Gegenteil, ich mache das gerne. Das sind die beiden Sachen, die mich wirklich total ausfüllen. Das Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde. Oder eben auf dem Bock. Jessies Spedition hat ihren Sitz in Hermsdorf. Ihr Einsatzgebiet? Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Bayern. Good morning! Hallo, moin! Hallöchen, alles klar? Na, und selbst? Ja. Du auch, Schaubing, alles klar? Alles geplant, warte kurz. Nimmst einen Auftrag mit, bitte? Jo. Machst hier schon die Kühlung an, 4 Grad. Hm. Fährst drüber. Kühlausdruck, sag ich dir Bescheid, dass ich dann rüber schicke. Genau. Alles klar. Machst drüber, lädst, meldest bei der Dispo. Jo. Gell? Also wie und immer. Genau, und wenn du beim Kunden bist und entladen hast, nimmst du bitte das Leergut wieder mit und bringst es wieder zurück zur Kundschaft. Genau, so alles kurz. Klar. Ich danke dir. Für deine. Ja. Ciao. Ciao. So, also wir sind jetzt fast startklar. Wir müssen jetzt eigentlich nur noch das Auto anmachen, den Kühler anschmeißen. Wir müssen eine Temperatur haben von 4 Grad, weil wir frische Ware fahren und dann kann es auch schon losgehen. Die Temperatur ist das Wichtigste bei Lebensmitteltransporten. Nur 2 Grad zu wenig oder zu viel können ganze Ladungen vernichten. Wir haben an dem Gerät 2 Verdampfer dran. Das heißt, wir können den Trailer quasi teilen. Wir können den vorne kühlen und hinten kühlen. Und ich habe jetzt mal beide angemacht, dass wir jetzt bis zur Metro noch unsere Temperatur erreichen und dann kann es losgehen. Okay? Fisch muss bei 2 Grad, Wurst und Eier müssen bei 3 und Milchprodukte bei 4 Grad lagern. Gut. Kühler 1 hat 4 Grad und der Kühler 2 hat auch 4 Grad. Er kühlt jetzt vor und dann können wir es los. Also ich fahre jetzt als erstes in die Metro. Da melde ich mich an für meine Tour heute. Die sagen mir dann quasi das Tor, wo ich ranfahren muss. Und dann geht es eigentlich auch schon los mit dem Laden. Dann können wir unsere frische Ware laden, unser Trockensortiment laden und dann geht's los. Zum Laden muss Jessie nicht weit fahren. Ungefähr 1,5 bis 2 Kilometer von der Spedition entfernt, also gleich um die Ecke. Ob in so kurzer Zeit der Laderaum auf die gewünschte Temperatur runterkühlt? In Thüringen wartet Trucker Babe Jessie noch darauf, dass sie endlich mit ihrer Tour starten kann. So, also, ich habe mich jetzt quasi angemeldet, habe mir noch eine Weste geholt, wo jeder Fahrer auch eine Nummer hat. Und jetzt fahre ich einmal ums Gelände rundherum, melde mich noch am Eingang C, das ist der Vorpark, wo ich meine Rampe bekomme und dann können wir laden. Ich mache jetzt die Türen auf, beide Seiten, dass wir rückwärts ranfahren können und dann die Beladung starten können. Schön kalt ist es auch schon.
Gut so, denn die Ladung muss ohne Unterbrechung der Kühlkette in den Truck. Dieser kann Temperaturen von minus 30 bis plus 30 Grad halten. Wir schauen jetzt, welche Spur wir haben und welche Ware wir quasi verladen müssen. Wir laden erst die frische Ware. Alle Lebensmittel haben ihren festen Platz im Kühlcontainer. Das am häufigsten transportierte Lebensmittel ist übrigens die Banane, gefolgt von Obst und Gemüse, Fisch und Fleisch. Mittlerweile gibt es spezielle Container, die mit Ozon gegen den Pilz- und Bakterienbefall der Lebensmittel ankämpfen. Für Außenstehende wirkt das Beladen wie eine eigene Wissenschaft. Für Jesse ist es längst Routine. Es ist eigentlich nicht schwer. Es ist, im Prinzip ist es wie Fahrradfahren. Also wenn man es einmal kann, dann beherrscht man es auch. Man braucht halt ein kleines bisschen Übung, um halt das Lenken ein bisschen zu beherrschen, aber ansonsten passt das ganz gut. Tetris für Fortgeschrittene. Und? Steht jetzt alles am richtigen Platz? Wir haben das quasi gesplittet. Also im vordersten Abteil habe ich die frische Produkte geladen. Molkereiprodukte, Joghurt, Milch, Säfte, die gekühlt werden müssen. Und Butter und Käse und Wurst und sowas. Und dann habe ich die Trennwand quasi runtergemacht. Dass die Temperatur nur in diesen Bereichen ist, dass die Ware schön gekühlt bleibt. Und hinten dran habe ich dann die Torso geladen, ist das Trockensortiment. Alle Produkte quasi aus dem Markt, die nicht unbedingt gekühlt werden müssen. Wie zum Beispiel Brotbrötchen oder Gummibärchen oder sowas. Das ist dann halt im hinteren Teil. Jetzt muss die Ladung noch fixiert werden. Damit bei starken Kurven, einer Vollbremsung oder Schlaglöchern nichts verrutscht. Schon ein zerbrochenes Konservenglas oder eine kaputte Flasche Öl können im Laderaum eine Riesensauerei verursachen. Und Jessys gesamten Tagesplan durcheinanderbringen. Knapp, aber es passt. Also wir haben jetzt 33 Stellplätze geladen. Also bis hinten ran voll, passt nichts mehr drauf. Über 3,2 Milliarden Tonnen Güter wurden 2020 transportiert. Trucks sind damit einer der wichtigsten Teile der Versorgungskette. Also, wir fahren jetzt nach Straubing. Straubing ist ein ganzes Stückchen weg, das liegt hinter Regensburg. Das sind ungefähr 310, 315 Kilometer. Und kommt halt darauf an, ob wir gut durchkommen. Also wenn wir gut durchkommen, dann sind wir circa in 3,5 Stunden ungefähr da unten. Wenn kein Stau, kein Unfall oder irgendwas anderes ist. Wenn das Wörtchen, wenn nicht wer. Auf der Strecke von Thüringen nach Bayern muss Trucker Babe Jesse an Hof und an mehreren Baustellen vorbei. Da ist zähfließender Verkehr eigentlich vorprogrammiert. Erste Baustelle. Pferdestärken sind Jessys Leben. Auf der Koppel und auf der Straße. Zum LKW fahren gekommen bin ich vor ungefähr 3 Jahren. Ich hatte ja schon immer die Pferde gehabt und ich bin ja schon immer aufs Turnier gefahren. Und früher hatten wir auch immer einen Pferde-LKW. Es war halt immer so gewesen, wenn ich aufs Turnier gefahren bin, brauchte ich ja immer einen Fahrer für diesen LKW. So, und das fand ich halt immer nicht so toll, weil dann hat es manchmal nicht geklappt, dann hast du niemanden gefunden, dann musstest du dir doch was anderes überlegen, wie du aufs Turnier kommst. Und dann habe ich halt irgendwann mal gedacht, warum machst du denn nicht einfach mal den LKW-Führerschein? Weil ich meine, LKW fahren, ich bin früher immer mal mitgefahren, gerade mit meinem Opa und so, der war auch Kraftfahrer gewesen. Und cool fand ich das schon immer, dass ich das mal selber mache, hätte ich wahrscheinlich nie gedacht, aber aufgrund der Pferde habe ich das dann halt damals gemacht. Aus der Berufung wurde Beruf. Wo ich dann einmal den Führerschein hatte, dann kam mal hier die Anfrage, könntest du denn mal aushelfen? Dann kam mal da die Anfrage, könntest du denn mal aushelfen und würdest du denn eventuell mal? Und dann bin ich so in die Sache reingeschlittert. Dann wurde es halt immer mehr mit den Anfragen und dann bin ich LKW-Fahrerin geworden. Ne? Das Leben als Trucker-Babe. Endlose Freiheit. Aber auch endlose Baustellen. Diese Baustelle ist schon so lang. Sie hört einfach nicht auf.
Da hilft es nur, cool zu bleiben.